Hallo ihr Lieben, ich sitze hier mit Ines von der Grünen Liga Berlin im Gemeinschaftsgarten der Grünen Liga Berlin, der eigentlich ein ganz interessanter Ort ist. Man sieht hier die Großstadt und hinter uns ist ein Friedhof, oder wir sitzen auch auf dem Friedhof, es ist ein ehemaliger Friedhof. Richtig. Und es ist irgendwie trotzdem, man hört die Vögel, es ist so ein Ruheoase eigentlich. Mhm. Mhm. Das habt ihr euch hier erschaffen, was macht ihr denn sonst noch so? Ja, wir haben viele, viele Projekte zum Thema Umweltbildung, Stadtbegrünung, Nachhaltigkeit, Konsum. Das sind so die Oberthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben immer parallel mindestens 10 Projekte, die sich mit den Themen beschäftigen. Das ist die Landesgartenschau in Wittstock zum Beispiel, wo wir ein grünes Klassenzimmer entwickelt haben, wo auch Kollegen vor Ort sind und dort Umweltbildung wirklich aktiv mit Schulklassen machen. Wir haben aber auch den Ökomarkt am Kollwitzplatz, wo es ein Team von Mitarbeitern gibt, die jeden Donnerstag dort auf dem Markt sind und Standbetreuung machen und den ganzen Markt organisieren, von Adventsmärkten über Herbstfest und diesen wöchentlichen Ökomarkt betreiben und organisieren. Dann gibt es mehrere Projekte zur Stadtbegrünung, unter anderem ein Projekt, was wir zusammen mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima durchführen, schon seit vielen, vielen Jahren. Das hat angefangen in den 90er Jahren, wo das Thema Hofbegrünung so ganz großes Thema war, wo sehr viel Geld auch investiert wurde. Und das war auch die Zeit, in der sich die Grüne Liga Berlin oder überhaupt die Grüne Liga entwickelt hat. Also ursprünglich ist das eine Bewegung, eine Umweltbewegung aus der DDR. Und Anfang der 90er hat sich dann die Grüne Liga herauskristallisiert. Und im Prinzip seitdem ist das Thema Stadtbegrünung, Hofbegrünung immer ein Thema, was mitgegangen und mitgenommen wurde. Das ist immer mehr geworden. Inzwischen sind es mehrere Projekte von giftfreiem Gärtnern über wie ernähre ich mich nachhaltig, wie lebe ich zukünftig, oder auch, was kann ich pflanzen, um Insekten zu fördern, um überhaupt die Stadt grüner und bunter zu machen. So, also da ist das Spektrum sehr, sehr breit. Wen sprecht ihr an? Sind das generell alle Bürger oder geht ihr in Klassenzimmer oder wie kommt man mit euch denn in Kontakt? Wir sind auf Veranstaltungen, also so klassische Öffentlichkeitsarbeit, die jeder Projektleiter, jede Projektleiterin mitmachen muss und auch möchte. Wir haben zum Beispiel auch eine ganz große Veranstaltung, auch schon seit 25 Jahren, das Umweltfestival, was wir am Brandenburger Tor jedes Jahr durchführen. Das hat jetzt gerade Anfang Juni stattgefunden. Das ist auch immer eine große Bühne, wo man so die Arbeit der Grünen Liga auch präsentieren kann. Wir haben natürlich eine Webseite, auf der man sich informieren kann, wo auch inhaltliche Sachen alle dargestellt sind. Also wie zum Beispiel ganze Pflanzenlisten, die man dort runterladen kann. Mhm. Also für typische Flächen in Berlin, vom Balkonkasten bis zur Baumscheibe. Wir gehen aber auch in Klassen, wir machen Workshops, wir arbeiten mit Wohnungsbaugesellschaften zusammen und entwickeln dort ganze Mietergärten. Mhm. Und das wird auch im Moment immer mehr. Also uns sprechen jetzt immer mehr Wohnungsgesellschaften an, die jetzt so auch auf diesem Thema, bei dem Thema angekommen sind, die Flächen nachhaltiger zu entwickeln, bestäuberfreundlicher, Wiesen einzusäen und auch die Pflege nachhaltiger zu entwickeln. Das heißt, ihr geht dahin oder sind die Bewohner dort dann auch mit anwesend und machen das mit euch zusammen und verschönern dann oder begrünen ihre Häuser? Also im besten Fall ist es beides zusammen. Mhm. Das ist zum einen natürlich die Pflege, die dann eher ohne die Bewohner und die Mieter stattfindet, oder auch die Anlage von ganzen neuen Flächen. Mhm. Aber es ist auch so die Kombination zwischen die Wohnungsbaugesellschaft bereitet vor und die Mieter werden aber auch eingebunden und kriegen auch Mietergärten zur Verfügung gestellt. Also auch das Interesse ist da. Und dann bauen wir zusammen in Workshops 20 Hochbeete zum Beispiel an einem Tag. Und dann entsteht so ein Mietergarten, wo die Mieter selber dann auch ernten und pflanzen können. Wenn ich wissen möchte, wie man ein Insektenhotel baut oder einen Balkonkasten insektenfreundlich bepflanzt, dann gehe ich zu euren Workshops oder kann ich euch auch zu mir nach Hause holen? Oder
Genau, auch das bieten wir an. Echt? Ja, also ich, soweit ich es schaffe, beziehungsweise auch meine Kollegen, kommen wir auch vor Ort und machen dort vor Ort eine Beratung, weil das natürlich viel sinnvoller ist, zu sehen, wie ist der Standort, wie sind die Lichtverhältnisse und dann auch ganz klarer zu werden in der Vorgabe oder in der Empfehlung, welche Pflanzen man pflanzen kann. Weil für euch ist wichtig, jeder Balkon, jeder Garten, alles zählt, Hauptsache Berlin wird grüner und bunter. Insektenfreundlicher. Ganz und menschenfreundlicher genau. Dadurch ja auch. Richtig, genau. Ja. Also es geht halt auch ganz viel um das soziale Miteinander, um das um den gesellschaftlichen Aspekt. Mhm. Und nicht nur immer nur eins zu sehen. Also es geht nicht immer nur um das eine Thema, hier fördere ich Insekten oder hier mache ich was für die Gemeinschaft. Also es ist ja immer alles zusammen, was man dann auch schafft. Was würdest du sagen, ist Berlin schon auf einem guten Weg oder wie würdest du Berlin einschätzen? Ja, also das Interesse ist auf jeden Fall ganz immens und in Berlin ja schon seit Jahrzehnten mit den vielen Gemeinschaftsgärten, die es hier gibt. Und das Thema ökologisches Gärtnern, giftfreies Gärtnern, insektenfreundliches Gärtnern ist natürlich jetzt so im vorletzten Jahr überall angekommen. Auch die Senatsverwaltung entwickelt gerade Strategien und die Charta für das Berliner Stadtgrün. Also es gibt jetzt ganz viel, was auf die Beine gebracht wird. Was noch ein bisschen fehlt, ist so die Verbindlichkeit. Also da traut sich weder die Politik noch die Stadt, so wirklich Gesetze zu schaffen, an die man sich halten muss. Mhm. Also das wäre von uns noch so ein Wunsch. Das auch mit zu begleiten. Also deswegen machen wir als Umweltverband auch ganz viel Kampagnenarbeit und gehen auf Demonstrationen oder veranstalten selber Demonstrationen oder schreiben Statements zu Projekten oder zu Kampagnen, die jetzt gerade umgesetzt wurden oder auf dem Weg sind und agieren da auch mit den anderen Berliner Umweltverbänden zusammen. Also es gibt so die Verbändearbeit mit dem NABU, mit anderen größeren Umweltverbänden in Berlin, also wo man sich dann einfach zusammenschließt und als große Masse auftritt und dann auch mehr erreichen möchte. Ich habe eben, man sieht immer wieder mal auch, wie nennt das, Verkehrsinseln, zwischen den Straßen, wenn da mal eine Grünfläche ist, da wächst eigentlich schon ziemlich viel Buntes und es ist nicht irgendwie, dass da irgendwas angepflanzt wurde, sondern es scheint wild zu sein. Ist das in Berlin einigermaßen angekommen, dass das extra so wachsen darf? Ja, ist es, aber das, was du meinst, sind, glaube ich, wirklich Flächen, die weniger gepflegt werden als früher und das ist in ganz vielen Bezirken einfach so das Ergebnis fehlender Mittel für die Pflege. Aber was natürlich, das ist für die Biodiversität hervorragend. Ja. Also es war nie so bunt im Straßenraum, wie es heute ist. Also das ist ein großer Vorteil und ich hoffe, dass die Senatsverwaltung oder die Stadt das mitnimmt und das jetzt ganz bewusst so macht. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und ich kann nur einladen, auf eurer Webseite vorbeizuschauen. Ich verlinke auch nochmal. Und entweder bei Workshops vorbeizukommen, euch zu bestellen, wenn ihr wirklich was an eurem Garten oder Balkon verändern möchtet und noch Hilfe benötigt oder zu Besuch in Berlin seid, einfach mal vorbeischauen. Und wir haben eine offene Geschäftsstelle in der Prenzlauer Allee 8. Auch dort kann man einfach kommen zu den Öffnungszeiten und wird im besten Fall auch direkt beraten von uns.